Also ich bin für die Wahlfreiheit für den Religionsunterricht, dass Leute sich das aussuchen können, richtig. Und dass Religionsunterricht wirklich Religionsunterricht ist und nicht nur Ethik oder LER. Weil das ist auch schön, kann man nicht dagegen sein, aber man kann Religionsunterricht niemals ersetzen. Das ist einfach so, wenn man so will, wie beim Schwimmen. Du kannst zwar sagen, das geht so hier, das Schwimmen, aber ein bisschen Wasser braucht es eben auch. Und Religion ist ja oft für die Leute die erste Begegnung in der Schule, muss man ja so nüchtern so sagen. Die Eltern sind oft hier im Osten nicht in der Lage, das zu erklären. Und dann wäre es toll, wenn Kinder auch mit Religion auch Übung erfahren. Und das kann man nur im Religionsunterricht und nicht in Informationen über Religion. Deshalb ist es wichtig, dass man richtigen Religionsunterricht hat. Und da muss man ein bisschen Nachdruck machen, damit die Leute das auch gerne machen und dahin gehen. Und auch deswegen die Wahlfreiheit oder die Wahlpflicht zwischen den Fächern, die man, wo man sich wirklich entscheiden soll. Das ist auch für die Eltern eine hilfreiche Sache, wenn Eltern sich entscheiden müssen. Das würde ich deshalb unterstützen.